Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. So, drücke die mittlere Taste, um deine aktuelle Aufgabe zu sehen. Hast du gesehen? Guck mal, das sind noch zwei Mitspieler. Mhm. 16 und 17, was suchen die denn da? Ist da ein Noob-Gebiet? Noob-Gebiet? Vielleicht sammeln sie Zeug, vielleicht suchen sie nach goldenen Truhen oder so. Es gibt ja auch Videos, wo gezeigt wird, wo die goldenen Truhen sich befinden. Einen habe ich gefunden, oder zwei von fünf. Mhm. Wenn da oben auf meiner Karte rote Ecken auftauchen, das heißt, das sind Gegner. Das sind Gegner? Vollkommen richtig, Pigman. Du hast es erfasst. Das ist nur so kracht. Jetzt sind die roten Ecken weg. Da sind die roten. Kannst du auch auf dein Schiffchen, ne? Nee, ich glaube, das kannst du noch nicht. Ich konnte es am Anfang mal kurz, aber jetzt kannst du das, glaube ich, erstmal nicht, bis dann nachher sagt, du kannst dein Schiff holen. Dein Dings. Ist ja auch so, wenn Gegner getötet werden, die in einer Nähe sind, kriegst du, glaube ich, auch EPs, wie ich das verstanden habe, mal mitgekriegt hatte. Mhm. Die Bordelektronik ist komplett hinüber, aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Das sollten wir uns ansehen. So, jetzt musst du unten in den Tunnel. Nehme ich mal. Das ist richtig. Das sollten wir uns schließlich ansehen. Ja, waren die Level 16, 17 Jungs, waren schon hier. Die sind einfach nur durchgefallen. Da sind. Da, die machen, die sind, die NPCs sind gar nicht dumm hier in dem Spiel. Das sollte man eigentlich auch annehmen von so einem Spiel, oder? Das würde den Spielspaß erheblich mindern, wenn die KI auch noch dämlich wäre. Oder nicht? Ja, es kommt immer drauf an. Oh. Die schwarze Granate! Es sind so viele auf einen Haufen. Das hätte jetzt gerumpelt. Der Pik schmeißt nicht. Das war laut! Doch, ich glaube, das hat ziemlich irritiert. Ich war gerade abgelenkt. Und nachgeladen heißt die Devise. Der Himmel, ein Schuss. Richtig. Ein Schuss hat er noch. Einen habe ich noch. Einer geht. Einer. Die Kerle sind da. Ich bin mal gespannt, was so jetzt immer noch dazukommt in dem Spiel. Erde hast du ja, Mars, Mond. Ich habe da schon Bilder gesehen, selbst war ich da noch nicht, aber es sieht natürlich auch geil aus auf dem Mond und sowas. Was da noch alles kommen wird, ob da das ganze Universum so mal zu betreten ist. Weil das ist ja für die nächsten 10 Jahre, wie schon gesagt, geplant. Ja, da kommen einige DLCs. Da sind lauter Planeten und sowas dabei. Ja, das kann man immer wieder aus den reinmachen. Musst du kaufen. Jedes DLC-Paket. Und dazu gekauft. Eine Menge Goldgruben, mal ganz ehrlich gesagt. Ja, gut, es gibt schlimmere Firmen. 500 Millionen, sag ich nur. Die sie aber am ersten Tag wohl wieder eingespielt haben. Jo, die haben einiges eingespielt mit dem Verkauf. Hielt uns nur ein Schuss. Ja, der hat geschickt. Nicht schlecht. Nicht auf dem Boden. Aber auch fertig. So, bisschen Mond eingesammelt, das ist immer ganz wichtig. Da ist es. Da ist schon voll. Ja.
Über den Gegner nach. Menge Zeug. Schmeiß doch eine Granate da rüber. Oh, was war das über dir gerade? Das ist, wollte ich gerade sagen. Das sah gerade nicht so gesund aus. Ich muss sowieso hier runter. Wieso musst du da runter? Im Tunnel. Ja, aber dann nicht da rein. Doch, ja, hier rein. Aber doch nicht da lang. Scheinbar doch. Schinobel. Ja, aber doch nicht da lang. Wenn du jetzt nochmal sagst, schmeißt du die Katze ins Gesicht. Hatschi. Echt? Ist aber ein Kater. Ja, dann schmeißt du den Kater. Du erst die Katze holen. Guck mal, ich sehe dich nicht. Und so abonnieren, Button mal schlupfen. Ja, Gesundheit. Plus 55. Nicht schlecht. Den hat's zerschwebt. Ja, der ist gegen was geflogen. Da leuchtet dann was. Ich glaube Munition oder sowas. Ist was zum Aufsammeln. Auf jeden Fall. Ich glaube, du musst doch vorne hin. Da sagt er, oh. Eine komplette Karte von irgendwas, sagt er da. Ich weiß es noch nicht mehr, ich hab's da in meinem Kopf. Eine Karte des gesamten Gebiets. Oh, oder so. Moin. Tag. Muss den Geist einsetzen. Der Geist wird im Englischen übrigens gesprochen von dem, von Game of Thrones, von dem Kleinen. Ich weiß noch nicht, wie er heißt. Das sagt mir eine Menge, weil ich Game of Thrones auch gucke. Ja. Ist mir schon klar, aber du kennst doch wohl den Kleinen davon. Ja, welche vom, vom Sehen her. Welche? Es gibt nur den einen Kleinen, so wie ich das weiß. Der Kleinwüchsigen. Ach, Dicke. Tyrion das Lannister. Meinst. Ja, genau. Bigman, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, der Einzige, der die Bücher liest. Pig ist der Einzige, der überhaupt liest. Was soll das denn heißen? Ich höre mir die Bücher und machen. Ich finde die Bücher auch super geil. Die Serie habe ich, so, dann wieder zurück? Ich glaube, wenn überhaupt, zwei Folgen gesehen. Knopf. Und ich fand die zu, brutal? Ja. Nee, brutal nicht unbedingt, sondern zu voll mit Sex gefüllt, was es man nicht braucht. Sex sells, so ist es. Ja, und deswegen, L1. Also, in den Büchern ist nicht so der Fall wie in, Serie. Wie schon gesagt, ich werde demnächst die Bücher anfangen, wenn ich die anderen Sachen gelesen habe, die ich noch habe. Die kommen dann der Zeit immer wieder. Die Gegner. Weil ich einfach fand, wir haben als erstes auch die Serie, wenn man guckt, wo es angefangen hat, haben wir mal die ersten zwei, drei Folgen geguckt. Also ich glaube, bei der erste hat mir gereicht. Pick hat sich jetzt drei Folgen geguckt, die erste. Und, nee, also es hat mich nicht... Ich finde es schade, dass so viel Gewalt und so viel Sex einfach in den Serien überall ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Wobei ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt... Ich habe mir jetzt die Bücher, die erste zwei, drei Bücher... Die sollen aber auch nicht gehört. Besser sein. Hä? Die sollen aber auch nicht besser sein, jetzt vom Grad der Gewalt und sowas. Vom Grad der Gewalt ist es war, aber nicht so viel voll mit. Also ich habe ja wie gesagt, die erste Folge und das haben nur getrieben die Leute. Ich habe gesagt, hallo? Man weiß nicht, ob ein Pornofilm oder denn ob es. Welche Serie seid ihr jetzt? Game of Thrones. Porno Thrones. Auf jeden Fall, deswegen hat mich nicht so angesprochen halt die Serie. Wobei ich jetzt, wie gesagt, wo ich mal die Bücher mal gehört habe, finde ich die Bücher super klasse. Und würde ich mich vielleicht doch dazu bringen, die Serie noch eine Chance zu geben. Die Serie soll geil sein, genau wie Breaking Bad. Ja. Ich habe beides noch nicht geklotzt. Ah, Breaking Bad haben wir uns jetzt schon mal die erste Folge angeguckt. Breaking Bad komme ich nicht weiter, genau, weil ich halt die Schauspieler nicht mag. Wobei, gibt's viele, sagen, warte mal, musst du über die erste, keine Ahnung, 10 Folgen und dann wird's super. Ja, das ist meistens super. So. Aber ich finde, ich kann der Typ einfach nicht. Meinst du Bryan Cranston? Bryan Cranston heißt er, oder? Ja, ich kann nicht den Schauspieler, sondern ich kann den Typ, wie es gespielt wird. Ach, du meinst den, ja.
ich kann es einfach nicht okay. haben, brauche ich es nicht. Und, ja. Ich finde, der macht das ziemlich gut. Also, zumindest das, was wir bisher gesehen haben. Ich habe mir... Ich bin ziemlich schnell wieder da an der Stelle, oder? Weiter als, ich glaube, 10 Minuten habe ich nicht geschafft und gesehen. Okay. Und deswegen, nee. Wo ist die Treppe da nämlich noch? Kopfschuss, ne? Genau, da musst du lang. Da oben. Die Vandalen, die sind härter. Ja. Ja, macht. Wenn du jetzt runter guckst, sind sie bestimmt schon wieder da. Das geht aber extrem. Weil die kommen schnell. Nicht da an der Stelle, kommen die nicht schnell genau. wieder, siehst du? Man kann aber gut pumpen. Du kannst jetzt von da oben kannst du alles geben und dann ohne einsammeln wieder hoch und dann kannst du wieder geben. Wenn du das zum Einsammeln. Wenn du jetzt kurz wartest, dann siehst du, wie sie nämlich ganz schäbig da wieder ankommen. Aufploppen? Ja, nee, die ploppen nicht auf, die. Da, obwohl schon so, die kommen aus so einem Strahler aus, glaube ich. Guck mal, Pete. Da kommen die welche. Ja, normalerweise kommen sie meistens aus so einem blauen Dings raus. Oh. Ja, das sind die Lenkdinger. Die sind geil. Man ja auch selber. Wollte ich gerade sagen. Das ist nicht. Kriegt man selber welche. Ja, vandalisch. Natürlich. So, durch blöd, dass eine Granate keinen Schaden macht, sondern nur die Gegner betäubt. Naja. Hilft auch. Oh, richtig. Einfach mal einmal draufschmeißen, betäuben und dann. Am 7. Oktober startet die neue Staffel von Supernatural. Cool. Die 10. in Amerika. Gut, geil. Wobei ich mir die 9. noch nicht fertig geguckt habe. Wobei ich mir nicht sicher bin, weil Nadine eben Dämon ist. Ja, die oder ist. Oder Sam versucht ihn wieder auf die Bühne zu. Die ist ein Dämon? Die ist ein Dämon. Deshalb bin ich jetzt Spoiler. Gespoilert? Ja. Ja. Mach mal ein riesengroßes Piep dahin. Natürlich ist er kein Dämon. Alles klar. Glaube ich dir sofort. Okay, also. Da wird aber nicht Dämon genannt, sondern Dämon. Dämon ist Dämon. Böse. Ist ja wie Digimon, furchtbar. Der Sam versucht ihn wieder auf die gute Seite zu kriegen, aber Sam oder Dean will das nicht. Das ist eine ständige Hin und Her mit den zwei, oder? Mhm. Ah ja, irgendeiner stirbt immer oder baut irgendeine riesengroße Scheiße, wie die Hölle zu entfesseln. Okay. Ich will dich jetzt wirklich mit denen aufhalten, oder was ist das? Trotzdem ist es die genialste Serie, die existiert. Jo. Die ist richtig geil. Da, kannst du aufmalen. Wenn man bedenkt, dass sie schon 10 Jahre existiert. 10 Jahre! Torbacher, das ist eine neue... Klamotten. Peak. 10 Jahre schon. Ja, 10 Jahre. Wow. 10 Jahre gucken wir das schon. So. Level 13 und 18 hast du. Wahnsinn. Übrig. Geil. Geil? Mhm. Die gleich zerlegt, jawohl. Kann man immer gebrauchen. Okay, da sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Das heißt, du musst da an dich reisen. Hol das Stöckchen. Pik, willst du nicht mal den Schnobel mal spielen auch in der Runde? Ja, Schnobel. Wenn wir warten, bis du drauf gehst, können dann auch... Ja, jetzt kriege ich da wieder einen Strick eingeschränkt. Wieso denn das? Das heißt, wenn man hier hops geht, fängt man an der Stelle wieder an. Ach, wie doof ist das denn? Dann versuchen wir nicht hochzugehen. Echt? Ja. Versuch mal Bestes. Nachladen? Den schickt's noch. Hopp! Oh, der hast du ihm auch gegeben. Hätte ich gewusst, wie man hauen tut, hätte ich auch noch überlebt. Mal abgesehen davon. Nicht nur in den Kopf geschossen, sondern erstmal niedergemetzelt. Komm, Schweber. Ja. Du kriegst der Schweberknecht. Der sieht böse aus.